Hallo, herzlich willkommen zu Final Fantasy 13! Wie gehabt, ist die Mission. So, zumindest das der Plan. Und die nächste ist ja, glaube ich, gleich um die Ecke, ne? Ja, yeah, fast. Wir werden diesen großen Bogen mit mitnehmen, gucken, was hier so alles ist. Wenn da die großen vier sind, dann gehen wir da definitiv nicht weiter. Nicht mehr rein damit. Ja, ein Item, das gefällt mir nicht. Dürfen wir das überhaupt nehmen? Nein. Er wird sich immer markiert, dass das so eine Scheiße. Die Riesen schaffen wir noch nicht. Dafür bin ich noch viel zu schwach. Wie viele Riesen es hier gibt. Oh, natürlich ganz wichtig, habe ich das Skill? Nee. War ich nicht skillt? Noch nicht. So, das hast du hier bei Double. Nibble hat jetzt endlich ihre Heilfähigkeit. Alles? Passt alles? Passt alles. Ja, perfekt. Okay, hier scheint es nur in die Ecke einmal hinzugehen. Hier haben wir eine Mission. Da können wir gucken, wo wir dahin müssten. Als würde ich beinahe machen, wo wir da fertig sind. Schafft wirklich den Schatten. Also ich hätte eine Paradigma-Idee, was wir machen könnten. Aber wenn ich einfach mal schnell mein Handy schon schalten. Okay, mal jetzt mal eine Aufnahme. Und zwar, wir werden die untersten beiden. Nee, nicht. Doch. Nee. Ja doch, wir werden die untersten Dinger einfach mal abändern. Wir nehmen die Drakonische Liga und setzen das Zass als Brecher ein und mir immer die andere Zeit auf. Vielleicht schaffen wir es ja. Beim Präventivschlag schaffe ich eben, also das steht fest. Entweder ich muss eine physische Resistenz machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten, ne, keine Ahnung. Ein bisschen Healer. Oder vielleicht sogar wirklich meinen Tank. Aber wenn ich jetzt einen Deck drin haue, dann muss ich alles wieder neu genau. Alles wieder neu machen, da auch keinen Bock drauf. Ja, da lassen wir ihn erstmal ziehen. Ich habe gerade eben den Todesbildschirm gesehen, ich habe ein Bett auf dem Bildschirm. Das triggert mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so penibel ist bei sowas, aber. Also mich triggert sowas immer total hart. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall richtig. Nö. Ich
Nein, wir können da mindestens ein Item für physische Verteidigung jeden geben. Das ist. Schaffen wir ohne Probleme, das macht doch nicht aus. Das. Schnell analysieren und Attacke. So, Schwäche ist Blitz, Wasser. Na, wir buffen das mal und dann gucken wir. Ja, aber nur geheilt, dann fühlt sich besser. Ja, super, Leute. Nette Belohnung. Oh, ja. Da haben wir den ein bisschen auch schon durch. Wer die nächste, die hinten? Die. Da blinkt jetzt irgendeiner. Die sind alle ausgebaut. Bei der hier, die hinten ist, die ist ausgebaut. Das wollte ich nicht. Und trotzdem weiter Schaden nicht aus, den ich mache. Keine Erzählung. 28.000 Schaden pro Runde, das reicht nicht. Und ich bin One-Hit? Eindeutig. Also lass die ruhig kämpfen. Hab ich eh nicht. Okay, das ist krass, dass ich nicht einen davon schaffe. Das ist krass. Hm. Ich hätte es gehofft, aber. Wenn der Spiel sagt nö, dann ist wohl nö. Das heißt, ich brauche unbedingt eine physische Resistenz. Das war ja ein physischer Angriff. Dementsprechend bräuchte ich jetzt allmählich Items, um meine physische Verteidigung zu machen. Also physische Verteidigung und einmal meine Parkour. Wenn ich die eines habe, kann ich mich auch stark in den Kopf stellen. Und sie halt mal ein bisschen auf meine. Das kann scheiße. Katte Kabuto no Nanto Yarada. Ich meine, jetzt nur eine Idee, also.
Eventuell muss ich mal unbedingt. Eventuell leg ich einfach mal wieder eine Grindfolge ein. Wo einfach nur mal wieder das eine Video gekämpft wird und nur getrainet wird. Oh Gott, ich muss da durch. Ist ja was für. Ich darf bloß keinen triggern von denen. Boah, das sind noch zwei! Nee. Nein, 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 nein. Bin ich dir? Nein, ihr täuscht euch. Töte ein Atro. Ja, mach mal. Das ist jetzt Mission Nummer 11. Und wohin muss ich? Ich bin. Wo bin ich denn? Da. Und ich muss. Dahin. Ja, scheiß die Wand an. Ist ja direkt der nächste Weg noch. Nein. Das ist eine Freundin von mir, die spielt auch bei Final Fantasy. Sie hat statt Sass verwendet sie Hope. Ich meine, Hope ist auch ein Heiler, auch von Natur aus schon. Heiler und auch Mentor. Aber hat keinen Brechner. Vielleicht unterschätze ich den Jungen auch. Das ist ja nicht so schlecht, aber. Jedes Mal, als ich mit dem Team hatte, war es einfach ein bisschen knapp. Finde ich auch nicht. Das ist eigentlich. Aber ich sehe nochmal die kleinen Viecher hier. Ich brauche Erfahrungspunkte. Auf Level. Minifig. Er ist ja auch auf Mentor, das heißt, er kennt man auch als Verheerer die. Das war's hauptsächlich. Der Vorteil ist auf Mentor, aber er hat die defensiven auf Mentor-Fähigkeiten. Also, ich bin ein Charakter. Und notfalls ist er halt Heiler. So kann ich halt ganz fix einen dritten Heiler machen. Das würde ich mal erst würde ich überlegen da. Das einzige Problem, was ich bei ihm sehe, er ist kein Brecher. Das heißt, wenn ich mal welchen Gegner habe, den ich gut Schaden machen will, macht das nicht. Oder ist es sozusagen nicht möglich. Aber nichts ist perfekt, ne? Wir sagen Notfall, gucken wir einfach mal. Die muss ich bloß töten. Das ist ja easy. Yeah.
Ja, sicher, beim Tiefschlag auch noch. Ja, das wird ein 5 Start auch war. Wow. 4000 müssen schon. Geil. Die Frage ist auch, würde ich jetzt noch weiter sehen, dass eine Mission das verfügbar ist? Bei den meisten Fällen laufe ich immer noch vorbei. Weil hier habe ich keinen Bock, dahinter zu laufen. Hier um die Ecke, man ist auch nicht ready. Da könnten wir jetzt, weil wir gerade hier sind, den Weg hier lang gehen. Wait, ist das offen? Das scheint ja gerade offen zu sein, oder? War doch zu gewesen. Okay, ich meine, nach dem Kampf kommen uns mal die Fähigkeiten hoch und dann ist das Mentor. Okay. Eventuell ist doch was Nützliches dabei. Und wenn wir gewählt was ist, dann kommt doch ins Spiel. Das ist dann irgendwie falsch. Erstmal spielen wir die beiden. Das ist auch als Mentor-Fähigkeiten. Kriegst hier dann eine weitere ATP-Stufe. Okay, richtig. Und sonst hast du da deine Fähigkeiten. Resistenz über Wasser und Resistenz über Blitz. So, dann wird ihr nur noch die Rollenstufe. Und da bin ich fertig mit dem Bau. So, zeig mal, was du kannst. Feuerfertigkeiten. Eisfertigkeiten. Steigert Angriffskraft. Magische Angriffskraft. ATB-Stufe. So, und bei dir ist mit ATB. Welcher muss das komplett lernen? Beim Verheerer? Blitzka, Aquada, Kampflust, Hero. Kurz und gut, dass ich gleich mit dem Körper.
Jetzt ist halt die Frage, was zur Hope machen? Ich blase mir die Fähigkeiten drin. Da er aber höchstwahrscheinlich mehr als Dings agieren wird, als Verheerer. Da kann ich irgendwie mal für die Maschinen helfen, da jetzt. Okay, krass. Er ist stärker. Und das mit einer viel schlechteren Waffe. Ohne Magieboni. Und er hat sonst was für Magiebonis drin. Sasma Point. Ich glaube, du wirst ersetzt. Aber Robert hat wenig Leben. 2000 Grad. Das ist ja nichts. Sorry, aber jetzt wird erstmal umgebaut. Treiberverheerer darf man nicht vergessen. Einen haben wir noch. Was für noch? Den kann so stoppen. Bereiter, auch Mentor und Verheerer. Damit können wir einfach jeden Kampf mit Buff stoppen. Es gibt nicht den berühmten Ausrüstung, dann ist er kampfbereit. Einfach mal testen. Wir müssen ja nur noch seine Waffen irgendwie mal verbessern. Jo. So, Zauberspiegel. Einmal. TP, eigentlich bräuchtest du es. Ist das anders hier damit rein? Königswerk, ihr habt mehr Schadensresistenz. Ihr habt mehr Magieresistenz. Wir gehen mal so hoch, schaden wir ihm. Vanille? Warum hast du das hier ausgerüstet? Ja. Wir werden sehen, ob es gut war. Hier war letztes Mal eine Barriere gewesen und es scheint halt noch da zu sein. Yep. Okay, da gibt es ja zwei Wege. Entweder wir gehen den Weg von Snow oder wir gehen halt den Weg von wo man eben diesen Windkreis finden müsste.
genial. Mit Schnellreiten haben die eh nicht voll. Also, schwierig, wirklich schwierig. Meinen wir gehen hier mal. Ja. Ich hätte doch den Goldauftrag gemacht. Genau. Gehe ich dorthin, teleportiere mich. Und, pickt euch. Muss ich wohl kämpfen. Aber das macht er noch nicht. Er hat zumindest schon mal die Fähigkeiten. So, das heißt, für dich geht es erstmal weiter auf Leben. Die legen jetzt auch nicht auf den Weg hier. Alter, bist du voll. Das ist einfach nur, ja, ich weiß nicht. Das wäre wasted. Das wäre total wasted, wenn ich so zu skillen. Das wäre jetzt nicht schlecht. Nee, ich weiß, bräuchte erst die Sammlerseele hier. Na klar, die steht. Klar, das ist Steigerweit nicht schlecht, aber. Ja, aber das sind wir vor allem besser dran, wenn er ein Leben hat. Vor allem, weil er aktuell den größten Unterschied hat. Den größten. Ich bin nochmal bewusst. Das ist blöd. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also einerseits, ich muss stärker werden, ich muss leveln, ich muss grinden. Andererseits muss ich dazu sagen, ich muss auch mal storytechnisch vorankommen.
schon. Hui. Hier gibt's erstmal keine Mission weiter. Ich meine, ich bin gerade ziemlich offen für Tipps und Tricks. So, wer ist jetzt hier noch? Ach ja, ein Hauch von Tö. Das ist nichts. Ich kann halt noch die von Doggies abfahren. Dem ist von hier. Aber immerhin ein bisschen. Ja, und nun hat es mir echt nicht dabei, da ist es nicht mehr. Ich glaube, das Fahrtweg mal stellt lieber statt das Sprecher auf Mentor. Ich glaube, das hat mehr Priorität. Das kommt direkt über die rakonische Linie. Das kommt dann so. Genau. Oder gehen wir gerade für die bewegte Unterbreitung und können uns dadurch die Bibel bei den riesen Paprikas. Riesen Gemüse. Wenn wir alles nieder. Hier sind wir eigentlich auch so die Döte. Gehen wir mal jetzt den Weg hier hoch. Ich glaube, Schocker muss nicht mehr dabei sein. Wir werden höchstens gucken, ob wir was brauchen könnten. Das ist der Analysatoren. Bei Hopes Mappe möchte ich jetzt erstmal verbessern als nächsten Schritt. Immerhin ein bisschen, ne? Ach, ein Stück. Ich weiß nicht, ob es seine beste Waffe ist. Ich meine, hat eine physische Abwehr. Sie ist schwach. 11.000. 6.000. Ach so, das ist die physische Waffe. Ich habe da nichts fehlgeweise gespeichert, oder? Nee. Kacke. Ist jetzt natürlich blöd, ne? Den machen Schuppe nicht so voll. Jetzt brauchen wir da 200 mal schlagen. Ah, das war so dämlich. Egal. Uns braucht überhaupt eine Waffe mit physischem Schaden.
so. Okay, da muss ich mal. Ich stoppe mit der Kampagne. Wobei der zu dem Kämpfer, das hast du mir noch ein bisschen geiler. Mit dem ich anders kriege. Ich sag mal so, hätte doch schlecht gelaufen können. Okay, falschen Stopp mal, ich mal. Aber hier war Hass, so, also könnte das Hass ja schlecht. Aber ich hätte hier ziemlich aussperren. Ach, lustiger Wechsel noch. Jetzt reiten wir auch mal durch. So, war denn auch halt? Ah, nee. Ach Mann. Ich hasse diese Blumen. Ja,
drauf ist, dann nicht schlecht. Aktuell. Genau, Bock auf mich. ということはない。 Also, aktuellen Zeitpunkt, naja, bin ich natürlich gerade noch Sass da hoch. Aber Light und Nibble sind echt fest gerade im Team. Noch mehr von denen. Fuck. Jetzt rennt er nicht weg! Stellt euch euren scheiß Schicksal! Ich weiß auch, ob es da was bringt, sich den Stufenboni zu holen. Bei einem Stufenboni gibt es ja. Bringt es ja mit, der mehr Schaden geben oder halt besser werden? I don't know. Weil Heiler brauchen wir nicht. Ich wäre auch mal Vanille mal die Palate und schicke den mal weiter zu skillen. Meine Theorie. Betonung der Theorie. Kannst du vielleicht auch wie Fang die Zeit langsam. Zwei Runden. Wow. Das heißt, wir nehmen wir trotzdem beide.
anderen Seite könnte noch ein Item liegen. Eventuell. So wie hier eine Kugel versteckt. Mit dem Doppelheiter könnte man eventuell die Riesenhaut aus dem zu challengen. Also würde ich meine Bösheit nach dem Rücken mal bearbeiten, wenn ich die Doppelheiter anfangen mit. Ne, wenn ich den Kopfflug abende, dann ist noch wieder. Doppelheiter mit der Mühle und Light. Und dann ist die Kraft. Und dann immer Schaden machen. Immer heilen, Schaden machen, heilen, Schaden machen. Immer so ein Wechsel. Wir können mal eventuell stärken Gegner challengen. Wo ich jetzt ehrlich sage, nö. Die Abdrücke zum ein bisschen weiternehmen. Ich trau die Blume nicht. Ja, das war eins der Weg. Bin ich in den langen Weg gegangen. Was war das denn mit dem Kräfterstärkste? Das ist der stärkste Zone. Das ist einmal dem, der die besten Lebenswerte hat. 300, ja, 400. Ich würde jetzt lieber die Affen. Und wir gehen uns in die nächste Karte zu kaufen. Jawohl, das ist richtig stark. Oh, Heiler ist voll. Heiler finde ich auch zwei Fähigkeiten. Drei sogar. Schauen Sie mal die Manipulator-Fähigkeiten an. Giftgar. Erteilt weitere Magieschaden und reduziert die schrittweise die TP. So, aber hier. Weiträumt die Resistenzen. Das klingt auch nicht schlecht. Ein. Alter, Magischen macht die Ausrüstung physischer Fertigkeiten unmöglich. Vanille. Das klingt sehr gut. Hey, machen das in dem Verheerer-Bau gerade. Sinn ist jetzt nur Sauermaschen. 16.000 Punkte erreicht. Aber mit Pein könnte man eventuell die Riesen da so ein besonders gerne magische Angriffe machen können. Und somit wird man es in den Kampf theoretisch reingestellt. Aber hier wird es praktisch, wenn wir uns auf den Dicken fokussieren. Oh, der Dicke ist ganz schwer. Hier haben wir einen starken Aufstieg.
Schutzgemäß mit Vanille gegen auch noch gegen Fang eintauschen. Oder mit Fanghülz wahrscheinlich eher der Verteidiger sein und Manipulator. ようなもんだな。国運に住むリンゼがいつか攻め込んでくるって教えられてた。なのに戦うために選ばれた私らが国運の連中とオルバに帰るなんてさ。あの時じゃ考えられなかった。最初の使命の時か。こっちに来てから話したよね。 多分何百年か前、私とファングは国運と戦った。戦いの中で私がラグナロクになって国運を傷つけた。やっぱ辛かったか。記憶は曖昧だけど、 国運に伝わってた黙示戦争はそれをもとに作られた話なんですね。自分が情けねえよ。クリスタルにしてもらった上肝心の記憶もねえ。しかも今度は役立たずなルシと来た。私のせいだからたくさんの人を死なせたんだ。 今は眠らせておけ。 OK. Vanille war also Ragnarok. Können Sie sich diesmal hier bitte ausleihen? Zuerst mal, nehmen wir an. Ja, ein Teleporter ist halt wichtig. Den Teleporter machen wir definitiv. Das ist dann Mission Nummer 6. Dann könnte das unten Mission Nummer 7 sein. Die Karte ist doch, die ist groß. Nee, du hast einen elenden Bogen. Nur nach links. Aber gut, diese Karte werden wir in der nächsten Mal erkunden. Und natürlich die Schalter zuerst machen. Das ist die beste. Also dann, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.